Es ist dieser Sound, der Mike Herrmann so fasziniert. Er und seine Trabant-Freunde Nord-Süd sind verrückt nach der Kultkarre aus der DDR. Man sieht sie hier bei schönem Wetter häufig durch die Gegend rund um Bergen, Celle und Soltau fahren. Mike ist 1982 in der ehemaligen DDR geboren. Er ist mit Trabis groß geworden. Der Alltag ist heute so hektisch. Und diese ganze Handy-Geschichte, und mit dem Trabi bist du einfach sofort wieder 20 Jahre jünger. Also es ist so einfach, du fährst mit dem Auto und dann genießt du das Motorgeräusch und fährst mit dem Radio und bist völlig in einer anderen Welt, weil du einfach der Weg das Ziel ist. Du genießt die Landschaft einfach viel mehr. Schon als Kind war Mike Herrmann Trabi-Fan. Von 1957 bis 1991 wurde die kultige Kiste mehr als 3 Millionen Mal gebaut. Mit Freunden trifft sich der Industriemechaniker seit 2005 nicht nur für Ausfahrten, sondern auch zum Fachsimpeln über alles, was mit dem Trabi zu tun hat. Er selbst hat in knapp 20 Jahren rund 80.000 Euro in sein Hobby investiert. Auch Max' Frau Jacqueline ist mittlerweile Trabi-Fahrerin, obwohl sie ein waschechter Wessi aus Soltau ist. Sie hält ihren Mann für, wie sie sagt, positiv bekloppt. Ein verdammt großer Nerd zum Thema Trabant. Das ist eigentlich schon ein bisschen abnormal. Also, ich meine, positiv ist natürlich, er weiß sehr viel, hat ein großes Fachwissen in der Hinsicht, rechne ich ihm auch hoch an. Aber es ist schon, ja, es ist schön. Ich kenne ihn so, das muss so sein. Und wenn das nicht so wäre, würde ich mir Sorgen machen. Also als das Kind unterwegs war, war er am Überlegen, ob er alles aufgibt und wirklich nur noch seine 2 Autos behält, eine Garage in Soltau mietet und dann nur mit 2 Trabis fährt. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das wird nichts. Dann fehlt was, dann ist er nicht mehr komplett. Und ja, Schatzi und Trabi gehört zusammen. Und meistens ist sie auch selbst mit ihrem Schatzi und seinen Freunden in den knatternden Ostautos unterwegs. Die Trabant-Freunde Nord-Süd besitzen sämtliche Versionen. Ja, da sehen wir hier den klassischen Urtrabant, genannt auch die Murmel. Das waren die Anfänge des Trabant und setzt sich weiter fort. Wir haben hier dann den Kübel und den Tramp. Die waren gedacht für die Nationale Volksarmee und die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Dann gibt es klassisch den Universal oder Kombi genannt und die Limousine. Knapp 7 Jahre musste man in der ehemaligen DDR auf einen Trabant warten. Kaputt geht übrigens wenig. Man muss nur darauf achten, dass man genug Sprit im Tank hat. Ja, ich messe jetzt hier nicht den Ölstand. Nein, beim Trabant hat man einen Peilstab. Damit, jetzt habe ich noch 14 Liter, messe ich jetzt den Benzinstand. Damit weiß ich, dass ich noch nach Hause komme. Und 14 Liter habe ich noch zur Verfügung. Das ist eine Besonderheit beim Trabi. Er hat keine Kraftstoffverbrauchsanzeige, keine Kraftstoffstandsanzeige. Von den rund 20 Trabi-Freunden Nord-Süd ist Mike Herrmann wohl der verrückteste. Bei ihm treffen sie sich immer, denn in seiner rund 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle hortet er alte Trabis als Teileträger. Wenn doch mal was kaputt geht, ist er ziemlich gut ausgestattet. Ersatzteile bekomme ich aus dem Internet, über die Mundpropaganda. Die Leute rufen mich an, sprechen mich an. Und die Teile sind halt, es gibt viele Teile, die super selten geworden sind, wie Chromstoßstangen, die mittlerweile richtig viel Geld kosten, und Verschleißteile. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, Ersatzteile zu kriegen, meiner Meinung nach besser als früher. Wegwerfen fällt Mike Herrmann schwer. Jedes Ersatzteil besitzt er mehrfach. Er ist der Kultkarre komplett verfallen. Ein Leben ohne Trabi wäre, glaube ich, nicht möglich. 30 Jahre nach dem Mauerfall und 28 Jahre nachdem der letzte Trabant vom Band lief, fahren einige davon immer noch. Hier im Heidekreis lebt also ein Stück automobile DDR-Geschichte weiter.